Und herzlich willkommen zum Kurzwissen. Deshalb habe ich jetzt auch gleich schon los. Und zwar, es geht um den Mythos, man müsse Wasser 10 Minuten abkochen oder von mir aus auch 5 oder 3 oder 20, damit auch ja alles abgetötet ist, was da irgendwie drin lebt. Das ist Quatsch und irgendwer hat mal diese Behauptung aufgestellt, das sei so, und seitdem haben scheinbar alle beieinander abgeschrieben, immer wieder eben diesen Mythos fortgepflanzt mit dem XY Minuten lang das Wasser abkochen. Es ist also wirklich wohl von 5 bis 15 Minuten bis 20 Minuten habe ich alles schon gelesen. Ist alles Käse, weil es gibt dafür überhaupt keine mikrobielle Begründung. Krankheitserreger, also Bakterien oder Viren oder Protozoen, also Einzeller, winzig kleine, sehr primitive Tiere im Prinzip, haben alle gemeinsam, dass sie Wassertemperaturen über 70 Grad nicht überleben. Und zwar gehen sie dann kaputt, wenn ihre eigene Temperatur 70 Grad erreicht. Jetzt sind diese Dinge so klein, dass man nicht ewig lange warten muss, bis die sich in 70 Grad heißem Wasser auch auf 70 Grad erwärmt haben, sondern das passiert sehr, sehr, sehr schnell, also innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt ist es allerdings so, dass man natürlich draußen keine Möglichkeit hat, genau nachzuprüfen, wann sein Wasser jetzt eigentlich 70 Grad erreicht hat. Das heißt, man sollte sein Wasser also sinnvollerweise schon 80 oder 90 Grad heiß machen. Und da man auch das nicht 100% sicher feststellen kann, wann dieser Punkt erreicht ist, nimmt man halt 100 Grad und kocht es sprudelnd auf. Dann ist alles tot. Das muss man aber dann nicht 5 Minuten machen und auch nicht 2 oder auch nur eine. Es reicht wirklich einmal ganz kurz sprudelnd aufkochen und fertig ist die Sache. Warum gehen die Dinger da kaputt? Weil Eiweiß bei 70 Grad oder höher denaturiert. Sämtliche Verbindungen, die dazu führen, dass Proteine eine bestimmte Funktion haben, gehen dann da flöten. Die werden quasi zu einem Gewirr von losen Proteinfäden, wenn man sich das so vorstellen möchte, die keinerlei Funktion mehr haben. Heißt, sämtliche Struktur, die eine Zelle hat, geht flöten bei 70 Grad, wenn sie die erreicht. Ausnahmen gibt es, und zwar thermophile Bakterien zum Beispiel, sogenannte Archaeen beispielsweise, die überleben durchaus Temperaturen weit über 70 Grad. Allerdings tun sie das auch dauerhaft. Da ist es dann scheißegal, ob man sie jetzt 20 Minuten oder 30 Minuten oder eine Stunde vor sich hin köchelt. Das macht denen nichts aus. Da spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. Was bei hohen Temperaturen kaputt geht, tut es sofort. Was nicht kaputt geht, tut es auch nicht nach, wie gesagt, nach Stunde. Heißt, das lange Kochen ist weitestgehend sinnlos. Es sei denn, man hat ein Wasser, das man abkocht, in dem sich noch jede Menge Dreckpartikel drin befinden. Die sind dann vergleichsweise groß und da kann es tatsächlich ein klein wenig dauern, bis die Kerntemperatur dieses Drecks, sage ich jetzt einfach mal allgemein, je nachdem, was für Partikel das sind, die entsprechenden 70 Grad erreicht hat, diese haben muss, damit da drin dann auch alles futsch ist, wenn man vorhat, eben diesen Dreck dann entsprechend mitzutrinken. Aber auch das dauert nur ein paar Sekunden, zumal wir ja sprudelnd aufkochen, damit wir sicher sind, dass wir auch mal die 70 Grad gehabt haben. Und das heißt, da sind schon lange 80, 90 oder 95 Grad drin bei dem Punkt, wo das halt anfängt sprudeln zu kochen. Wir werden jetzt nicht so große Steine mit trinken wollen in unserem Trinkwasser. Von daher auch das eigentlich kein Problem. Und dann noch eine weitere wichtige Information, die man beachten sollte beim Abkochen von Wasser, ist, dass der Siedepunkt mit der Höhe abnimmt. Wenn man also versucht, sein Wasser irgendwo auf dem Himalaya-Gipfel abzukochen, dann könnte es irgendwann schwierig werden, weil der Siedepunkt dann schon unter 70 Grad liegen könnte und man kriegt sein Wasser gar nicht entsprechend heiß genug, um da dann alles drin abzutöten. Ist allerdings auch wieder nicht so dramatisch, weil es da oben dann auch so gut wie nichts mehr gibt, was man abtöten müsste. Also ein Spezialfall, der vielleicht zu vernachlässigen ist. Wenn der Siedepunkt nur um 10 Grad sinkt, irgendwelche Alpengipfel oder was, ist es nicht so dramatisch, weil dann haben wir ja immer noch 90 Grad, reicht auch noch aus. Und wenn es nur 80 Grad sind, reicht es auch noch problemlos aus. Wenn das Wasser sprudelt und man wirklich nicht auf einem extrem hohen Berg ist, dann ist da alles tot, was man mit Kochen überhaupt entsprechend töten kann. Und noch eine ganz kleine Anekdote, weil ich noch ein paar Sekunden habe, hoffe ich.
Zum Beispiel Tetanus, ganz fieser Krankheitserreger, der liegt in so kleinen Überdauerungssporen vor und die kann man so ziemlich überhaupt nicht kaputt kriegen. Die kann man einfrieren, die kann man sogar ins Weltall schießen und die kann man ganz problemlos auch eine ganze Weile kochen. Aber auch da, der ist völlig harmlos, wenn man ihn trinkt, wenn man ihn im Magen bekommt, diesen Tetanuserreger, diese Sporen, weil die können da quasi nicht aktiviert werden und uns irgendwie Schaden zufügen. Dafür brauchen sie nämlich ein Milieu, in dem kein Sauerstoff verfügbar ist und ein bisschen Sauerstoff gibt es auch noch bei uns im Verdauungstrakt. Demzufolge ist eigentlich ziemlich wurscht, wie lange man eben sein Wasser kocht, spielt keine Rolle. Das ist also ein reiner Mythos mit den 15 oder 15 Minuten, die das Wasser kochen soll. So, und das soll es zu diesem Thema auch schon gewesen sein und macht's gut und bis zum nächsten Mal.